Lukas 11 beginnt damit, dass Jesus ein paar Sachen der seinen Jüngern erklärt, die wir auch in Matthäus in der Bergpredigt finden. Und diese Sachen zeige ich euch jetzt wieder als Bibelcartoon. Wenn du mit Gott reden willst, dann mach es an einem ruhigen Ort, wo du mit ihm allein bist. Sag nicht einfach Phrasen vor dich her oder glaube, dass Gott dich mehr hört, wenn du viele religiös klingende Worte verwendest. Nein, Gott, dein Vater, weiß genau, was du brauchst. Vor ihm kannst du ehrlich sein. Hier ist eine Orientierung, wie ihr beten könnt. Unser Vater im Himmel, du sollst geehrt werden. Das, was du willst, soll geschehen, hier auf der Erde sowie im Himmel. Versorge uns heute mit allem, was wir brauchen. Vergib uns unsere Fehler. Wir wollen auch denen vergeben, die uns etwas angetan haben. Beschütze uns davor, getestet zu werden, und befreie uns von allem Bösen. Wenn du anderen vergibst, wird dir auch Gott vergeben. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann wird dir Gott auch nicht vergeben. Das sind Sam und Henry. Sam und Henry sind gute Freunde. Eines Nachts bekommt Sam Besuch und möchte diesem etwas zu essen anbieten. Er schaut in den Kühlschrank, doch da ist fast nichts mehr da. So geht Sam zu Henry und fragt ihn, ob er noch etwas Brot für seinen Gast hat. Henry ist zwar verwundert über den späten Besuch, gibt Sam aber gern etwas, weil Sam sein Freund ist. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um seinen Freunden deutlich zu machen, dass Gott uns geben wird, worum wir ihn bitten, weil er unser Freund ist. Bitte um etwas und es wird dir gegeben. Suche und du wirst finden. Klopfe an und dir wird die Tür geöffnet. Jeder, der bittet, dem wird gegeben. Jeder, der sucht, der wird finden. Jeder, der anklopft, dem wird die Tür geöffnet. Wer gibt denn seinen Kindern Steine, wenn sie um Brot bitten? Wer gibt ihnen Schlangen, wenn sie um Fisch bitten? Wenn schon ihr oft so bösartigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wenn sie euch bitten, wie viel mehr wird Gott, der ein guter Vater ist, euch geben, um was ihr ihn bittet? Also behandle andere Menschen, so wie du selbst behandelt werden möchtest. Danach hinterfragen ein paar Leute, woher Jesus eigentlich seine Macht hat, und das zeige ich euch auch wieder als Bibelcartoon. Jesus befreite häufig Menschen von bösen Geistern. Einige Leute beschuldigten ihn deshalb: Du kannst diese Geister nur vertreiben, weil du selbst einen viel stärkeren bösen Geist in dir hast, dem sie gehorchen müssen. Wenn böse Geister andere böse Geister vertreiben würden, was würde ihnen das denn nützen? Es ist so, als ob die Oberhäupter eines Staates sich gegenseitig bekämpfen. Das kann nicht lange gut gehen. Irgendwann müssen sie gemeinsam arbeiten oder ihr ganzes Land wird nicht funktionieren und irgendwann zugrunde gehen. Nein. Nur Gott selbst hat die Macht, diese Geister zu vertreiben, und von ihm habe ich diese Kraft. Was anschließend passiert, möchte ich euch jetzt aus der Volksbibel vorlesen. Also das sagt Jesus: Immer, wenn ein fieser Geist, so ein Dämon, den Körper verlassen hat, dann ist er ja obdachlos. Er zieht so lange umher, bis er irgendwo ein neues Opfer gefunden hat. Wenn er keins findet, denkt er sich: Ich kann es ja nochmal bei dem probieren, aus dem ich rausgeflogen bin. Wenn er dann zurückkommt, ist die alte Bude super clean, aufgeräumt und leer. Also ruft er seine Leute an und nimmt 7 andere Kollegen mit dazu, die noch ätzender drauf sind als er. Mit denen zieht er wieder in den Menschen ein, dem geht es dann noch viel schlechter als vorher. Während seiner Rede sprang plötzlich eine Frau auf und rief: Alter Schwede, die Mutter, die dich geboren und großgezogen hat, die kann echt super glücklich sein. Aber Jesus sagte: Wirklich freuen können sich alle Leute, die die Worte von Gott hören und sie in ihrem Leben umsetzen. Anschließend vergleicht Jesus sich selbst mit dem Propheten Jona. Wer war Jona? Jona war ein Prophet der jüdischen Bibel des Alten Testaments, der einer Stadt Ninive
ankündigte, dass Gott sie bestrafen wollte, weil sie viele, viele böse Dinge taten. Was der Unterschied zwischen der Erzählung von Jesus und von Jona ist, ist, in Ninive kehrten die Menschen um, sie baten Gott um Verzeihung und Gott vernichtete Ninive nicht. Jesus möchte damit andeuten, dass in Hinsicht auf ihn es einige Leute gibt, die hören, was er sagt und dem folgen, dass aber auch viele nicht hören wollen, was er sagt und ihm nicht folgen wollen. Danach erzählt Jesus nochmal das Beispiel von dem Licht, was nicht ausgehen soll. So ähnlich wie es schon mal erzählt wurde mit dem Licht, was nicht unter einen Topf gestellt werden sollte oder unter das Bett. Und hier erwähnt er nochmal das Licht, das brennen soll und leuchten soll vor der ganzen Welt. Anschließend lesen wir in der Volksbibel folgende Geschichte. Jesus war mit seiner Ansprache noch nicht ganz durch, da lud ihn ein religiöser Leiter zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Jesus ging mit und sie setzten sich bei ihm an den Esstisch. Sein Gastgeber wunderte sich etwas, dass Jesus sich nicht vor dem Essen nach einem religiösen Ritual die Hände gewaschen hatte. So war es nämlich üblich. Jesus sagte dazu: Mann, ihr religiösen Leiter achtet immer peinlich genau darauf, dass man den Becher und die Teller immer äußerlich ordentlich sauber macht. Was aber in euch drin passiert, ist alles andere als sauber. Da seid ihr voll dreckig. Habt ihr noch nicht kapiert, dass Gott für innen und für außen zuständig ist? Er hat beides gemacht. Ihr habt doch mehr als genug. Gebt doch mal von den vielen Sachen, die ihr habt, etwas an die Obdachlosen ab, die auf der Straße leben. Das findet Gott gut. So könnt ihr euch innerlich sauber machen. Ihr seid so übel drauf. Von jedem Furz gebt ihr 10% an die Gemeinde ab. In dem Punkt seid ihr super pingelig, was die Befolgung der Gesetze angeht. Aber in Sachen Korrektheit zu anderen Menschen oder in der Liebe zu Gott, da nehmt ihr es ganz locker. Ist ja okay, die 10% Gott zu geben. Aber das, worum es ihnen eigentlich geht, das dürft ihr doch nicht unter den Tisch fallen lassen. So endet Kapitel 11 von Lukas.